Jenewein, Gesundheitssprecherin der FPÖ. Ihre Rede hat mich jetzt dazu animiert, mich noch einmal zu Wort zu melden. Ich sage ganz ehrlich, Sie stellen sich hier heraus, loben dieses Gesetz als ein großartig tolles Gesetz. Das lassen wir mal dahingestellt. Nur, dann gehen Sie her, bringen einen Entschließungsantrag ein. In weiterer Folge kommt ein Abänderungsantrag. Der Redner nach mir wird einen weiteren Entschließungsantrag zu diesem Gesetz einbringen. Also dieser Start ist nicht nur ein bisschen holprig. Und er war nicht nur holprig im Ausschuss, wo wir 20 Minuten vor Beginn erfahren haben, dass das Gesetz auf die Tagesordnung kommt und im Gegensatz zum Gesundheitsberufegesetz auch wirklich einen veränderten Inhalt hatte. Jetzt kommen Sie heute wirklich hierher, bringen noch einmal eine Abänderung und noch zwei Entschließungsanträge. Das ist kein gutes Gesetz. Alleine die Vorgehensweise ist es kein gutes Gesetz und es ist auch im Übrigen inhaltlich nicht besonders gut, weil die Verwaltungsaufblähung konnten Sie jetzt nicht wegreden. Und Frau Kollegin Becher, wenn Sie mir sagen, das ist gut, die Beratung bei der Arbeiterkammer, ja, Angestellte sind ohnehin bei der Arbeiterkammer Mitglieder. Das heißt, die Information würden Sie so oder so bekommen. Zweigleisigkeit ist dafür meines Erachtens nicht notwendig. Also in diesem Sinne, ein solches Gesetz bei aller Wertschätzung ist nicht gut und der Staat ist mehr als holprig. Zum zweiten Mal hat sich Dagmar Belakovic-Jenewein von der FPÖ zu diesem Tagesordnungspunkt zum Wort gemeldet, um das Gesundheitsberuferegistergesetz noch einmal zu kritisieren. Erwin